Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in und zu Wavi Profi 3. In diesem Video wollen wir uns auf der ganz praktischen Ebene wieder mal bewegen, und zwar, wir wollen uns das Drucken von Etiketten genauer ansehen. In diesem Video werden Sie erfahren, wie einfach das es ist, Etiketten mit Wavi Profi 3 zu drucken, beziehungsweise ich werde Ihnen im Groben bzw. im Überblick zeigen, wie einfach das es auch ist, damit Sie sich auch mal schnell selber ein Etikett anlegen können. So, zuallererst möchte ich kurz darauf eingehen, dieses Video beinhaltet nicht die speziellen Etikettendrucker. Spezielle Etikettendrucker sind zum Beispiel Brother QL Serien, Zebra Etikettendrucker, Dymo Label Writer oder zum Beispiel auch Godex Industriedrucker. Sollten Sie einer dieser genannten Drucker verwenden, verwenden Sie bitte unseren Online-Searcher, das heißt hier unseren Online-Helper, und da könnten Sie zum Beispiel nach Zebra suchen. Dann erhalten Sie hier Informationen zum Verwenden oder zum Ausdruck von Zebra-Etiketten. Genauso könnten Sie hier natürlich Dymo oder Brother QL eingeben. Okay. Wie gesagt, dieses Video behandeln wir Standard-Etiketten. Und Sie sehen es gleich auch schon vor sich. Standard-Etiketten, was könnte das sein? Das sind meistens auf einem DIN A4-Blatt aufgestanzte, also so vorperforierte Etiketten, die es in den verschiedensten Formaten gibt. So, und wenn Sie Etiketten drucken wollen mit Wavi Profi 3, ja, dann tun Sie das ganz einfach. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt schon ein paar vielen Artikel angelegt, ich sage Etiketten drucken, ich muss an dieser Position beginnen und sage, ich zeige es mir und druck's aus. Dann sagt er, gib mir den Drucker, und dann sehe ich schon in der Vorschau. Jetzt bräuchte ich nur noch auf den Button Drucken klicken und alles wäre erledigt. So, das Schöne ist es, dass Wavi Profi 3 beim Verlassen sagt, hey lieber Benutzer, war der Ausdruck erfolgreich? Und nun könnte sagen, ja, war erfolgreich. Wenn Sie ja sagen, sind die Etiketten, die Sie bereits ausgedruckt haben, werden die entfernt. Aber es könnte ja auch sein, dass Sie einen Papierstau haben, vergessen haben, die Etiketten in den Druckerschacht zu legen und somit Sie erneut drucken müssten. Deswegen ist diese Sicherheitsabfrage beim Beenden des Etikettendrucks, damit Sie dann im Nachhinein nochmal die Möglichkeit hätten, dass Sie sagen können, ja, war bloß ein DIN A4-Blatt drin, brauche ich ja das Etikettenformat, also das Etikettenpapier eigentlich im Drucker, dann legen Sie es rein, wählen nochmal die Position des Druckbeginns aus und sagen, pass mal auf, drucken wir das jetzt bitte nochmal aus. Sie könnten sagen, drucken. Also das ist ganz cool und vor allem relativ easy und es geht auch sehr schnell. So, dann möchte ich mal dahingehend kurz im Überblick darauf eingehen, wenn Sie sagen, ja, es gibt aber so viele tausende Formate von Etiketten. Richtig. Und da bitten wir einfach um Ihr Verständnis. Wir können nicht jedes Format, das es auf der Welt gibt, für die verschiedensten Drucker implementieren. Deswegen haben Sie über Administration hier oben den Eintrag Etiketten definieren. Und nun kommen Sie in ein neues Fensterchen, bei denen Sie ein Format auf der linken Seite anlegen könnten und einfach hier auf Formatdetails klicken. Und nun kommen Sie an ein Fensterchen, das kennen Sie vielleicht vom Microsoft Word oder von Microsoft, ja, von Microsoft Word, genau. So, ich habe jetzt mal parallel dazu Microsoft Word aufgemacht. Sie sehen hier das Fensterchen von Microsoft Word. Das sieht fast genauso aus wie unser Fensterchen. Ja, oder andersrum, unser Fensterchen sieht genauso aus wie dies, wie das von Microsoft Word. Warum? Ganz einfach, damit für Sie das Anlegen von Etiketten einfacher wird, weil Sie sagen, das kenne ich ja bereits vom Word. Okay. Also mache ich hier was mal abbrechen, beende mein Word wieder. Und hier können Sie bei den Etikettendefinitionen, können Sie selber Ihr persönliches Format anlegen oder einfach im Word nachschauen und es dann in Wavi Profi 3 eintragen. Ja. Wenn Sie Ihr persönliches, nicht vorhandenes Layout gespeichert haben, können Sie dem Layout, und ich bleibe jetzt einfach mal, nehme jetzt irgendeins, ich sage hier, ich nehme jetzt mal das Zweckform-Etikett, nehmen wir als Beispiel an, das haben Sie jetzt angelegt. Dann können Sie sagen, ich brauche für den Artikelstamm oder für das Artikel-Etikett ein neues Etikett. Dann klicken Sie einfach auf Neues Etikett, geben hier einen Namen an. Wir geben immer den Namen Standard vor, ist ja egal. Und dann sagen Sie okay. Nun öffnet sich der Designer
und Sie können nun Ihr Etikett designen. Hierzu bitten wir Sie, für nähere Hilfe wiederum unseren Online-Helper zu verwenden und einfach mal Etikett einzugeben. Und Sie sehen nun, dass Sie hier sehr, sehr viele Treffer von Videos haben, die Ihnen beim Designen Ihres Etiketts behilflich sein können. So, jetzt mache ich das einfach zu. Jetzt haben wir hier ein Standard-Etikett. Und richtig cool ist jetzt, dass Sie sagen können, ich brauche jetzt ein weiteres Etikett. Das sage ich einfach mal Regal. Regal-Etikett. So, Sie können wie gesagt hier frei selber die Namen vergeben. Und ich mache jetzt hier die Bezeichnung, damit wir das auseinanderhalten können. Einfach mal blau. Ja, okay. Und sage, speichern wir das Ganze. Und Sie haben nun zwei verschiedene Etiketten für das Artikelpreis-Etikett angelegt. Das ist richtig cool, denn beim Ausdruck können Sie dann danach wählen. Auch können Sie an dieser Stelle sagen, pass mal auf, dieses, wenn ich Etiketten für den Artikelstamm ausdrucken will, also Preisetiketten, dann können Sie einen sogenannten Standard hinterlegen, indem Sie auf Standard setzen klicken. Wenn wir nun auf Etiketten drucken gehen, haben wir schon automatisch hier dieses Zweckform 3639 Etikett, bei dem wir gesagt haben, dass das von Ihnen definierte Etikett, sprich das Regaletikett, der Standard ist. Wavi Profi 3 stellt sich an dieser Stelle sofort auf den Standard und Sie bräuchten jetzt nur noch sagen Drucken und Vorschau. Und wir sehen, das ist unser Etikett, weil wir ja da die Schriftart in Blau gemacht haben. Als Beweis können Sie auch sagen, in einem speziellen Fall brauche ich vielleicht ein abweichendes Etikett vom Standard, das Sie sich natürlich in der Variante angelegt haben. Und nun könnten Sie sagen, ich brauche das hier und sagen hier Vorschau und Druck. Und Sie sehen, dass das nun unser zuerst erstelltes Etikett ist, bei dem die Schriftart, also die Artikelbezeichnung, nicht blau ist. Also das ist extrem cool und extrem funktionell und vor allem sehr, sehr easy für Sie zum Handeln. Und einen größeren Komfort, wo Sie sagen, per Klick einfach mal schnell eine andere Variante auswählen, war leider Gottes in den vergangenen Versionen nicht ganz so easy. Dafür ist es in der jetzigen Version 3.8.0, 0.0.0 wesentlich einfacher und wesentlich bedienerfreundlicher. Ich persönlich finde ja das absolut genial, dass Sie hier für ein Format Etiketten anlegen können. Natürlich können Sie auch bestehende Formate bearbeiten, indem Sie, also bestehende Varianten, Entschuldigung, bearbeiten, indem Sie die, das Etikett anlegen, das Format, und dann auf die dementsprechende Variante klicken und sagen nun bearbeiten. Jetzt kommen Sie sofort zum Designer, haben hier oben Ihre Designer-Toolbars, finden Sie in der Hilfe oder in den anderen Videos, die wir auf YouTube bereitstellen. Und dann können Sie hier zum Designen beginnen. So, abschließend, ich habe es wieder ein bisschen ausgeholt. Ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer machen. Aber ich finde die Funktion wirklich extrem cool. Genauso können Sie einfach sagen, ich gehe jetzt im Kundenstamm. Dann wählen Sie einen Kundenstamm. Ich sage, ich will was drucken, ein Etikett. Ja? Und ich sage, druck mir das Ganze. Hier haben wir bereits auch Standards hinterlegt. Wir haben für den Kunden hier verschiedene oder Etiketten angelegt. Und ich habe einfach gesagt, dass das Firma Blau der Standard sein soll. Ich könnte natürlich auch das mittlere wählen, sage hier Standard setzen. Und jetzt gehe ich nochmal raus und sage drucken. Jetzt sehen wir, dass der Standard hier im mittleren, also auf dem Etikett Firma Rot sitzt. Hier können wir nun wieder die Anfangsposition bestimmen und können sagen drucken und Vorschau. Und dann ist gut. Also ist extrem cool, extrem easy, sehr, sehr bedienerfreundlich. Und Sie haben eine größere Flexibilität, können Sie an dieser Stelle kaum mehr haben. Auch haben wir natürlich gewisse Fehler, also das heißt Error Handlings mit implementiert. Wenn Sie natürlich hergehen und sagen, ich will jetzt ein Etikett drucken, jetzt sind wir gerade im Lieferantenstamm, sagen drucken, Sie brauchen ein Adresse-Etikett und sagen nun drucken. Und Sie gehen jetzt hier auf drucken, dann sagt er, hey lieber Benutzer, du hast für den Lieferantenstamm noch gar keine Etiketten hinterlegt. Leg die bitte erst an, dann können wir weiterreden. Das heißt, dann können wir anfangen, irgendwas auszudrucken. Und dann springt Wavi Profi 3 gleich in dieses Fensterchen und Sie können nun auswählen, welches Format Sie brauchen und können dann sagen, hier neues Etikett. Auch weiß Wavi Profi 3, woher Sie kommen. Wenn Sie quasi vom Lieferantenstamm kommen, er sagt Lieferantenstamm, Etikett drucken, und Sie haben noch keine Etiketten für den Lieferantenstamm angelegt, dann stellt er sich automatisch hier auf Lieferanten und sagt, okay,
In diesem Arbeitsbereich gibt es nur Lieferanten oder Etiketten für Lieferanten zum Bearbeiten oder zum Neuanlegen. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt der grobe Überblick. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wie es im Detail funktioniert, sehen Sie sich bitte unsere weiteren Videos an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.